Bitte, bitte kein Flyaway, kein Flyaway. Jo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Duel. Ihr seht schon, ich habe eine zweite, diese Rainbow-Truhe getroffen bekommen. Die werden wir nicht heute öffnen, sondern morgen. Und morgen werden wir nicht eine öffnen, sondern zwei. Nice. Wuhu. Im Story-Modus habe ich ein bisschen weitergespielt, weil mir aufgefallen ist, okay, der ist in der Tat ziemlich langweilig. Und ich habe ein paar neue coole Pokémon. Ich habe diese Strategie, die ich schon im letzten Part gespielt habe, ein bisschen verbessern können, einfach weil die Pokémon besser sind. Und wir werden definitiv unseren Locked Booster in diesem Part freischalten. Einfach weil wir bei 9 von 10 sind. Und ich werde ja auch, wenn ich verliere, einen bekommen. 4 Loses, so schlecht bin ich nicht mehr in dem Spiel. Und ich bin dafür, dass wir uns einfach einen Gegner suchen. Morgen, wie schon erwähnt, öffnen wir dann diese beiden geilen Rainbow-Kisten. Und am Donnerstag, da müsst ihr euch drauf freuen. Da öffnen wir nämlich nicht irgendwie nur ein paar Rainbow-Kisten, sondern da werde ich diese ganzen Gems, die ihr gesehen habt, ausgeben und über 20 Booster öffnen. Uhu. Nee, also das ist, soweit ich weiß, das aktuell größte Opening, was es auf YouTube gibt. Und Latias kenne ich noch nicht. Was macht er? Das hat er erstmals Fähigkeit. If this Pokémon is knocked out, it will. Okay, ist das gleiche wie Latias, ist dann weg. Und Detail hat Fly Away als Dings der Move. Okay. Fly Away ist sehr gefährlich. Wir stellen da mal unser Pikachu in den Weg. Pikachu ist nämlich ziemlich stark. Und ich freue mich auf Donnerstag, da ziehen wir nämlich eine Menge coole Karten. Wir werden auf jeden Fall 3 Sixpacks öffnen können. Oh, darf er das? Ja. Ne, 4 Sixpacks sogar. Stimmt, wir können sogar 4 Sixpacks öffnen. Und in jedem, ich hoffe, er bekommt kein Flyaway, das wäre Fail. In jedem einzelnen davon ist also mindestens eine EX garantiert. Das bedeutet, mit etwas Glück können wir uns dann schon ein EX-Deck bauen. Bitte, bitte kein Flyaway, kein Flyaway, kein Flyaway. Oh, aber Mist Blast ist auch nicht gut. Also nicht gut für uns, versteht sich. Ich greife ihn mit Skarmory an. Ich hoffe, wir bekommen nicht beide Flyaway und ich hoffe, ich kill ihn. Okay. Schreibt mir in die Kommentare, was ich hier hätte besser machen sollen. Weil, wenn er einfach ein ziemlich overpoweredes Pokémon hat, was alle meine Pokémon 1v1 besiegt, was soll ich da besser machen? Na gut, ich hätte noch ein X-Attack benutzen können, aber das hätte jetzt auch nichts geändert. Dann wäre das halt ein Unentschieden geworden jetzt am Ende. Das ist halt das Nervige, weshalb ich mich so auf das Opening freue. Erstmal, ach komm, wir machen erstmal noch ein Match, dann öffnen wir die Truhe. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir bei dem Opening Keldeo ziehen, weil ich finde Keldeo ziemlich gut, ansonsten Mew oder Raikou. Ich möchte auf jeden Fall ein starkes Pokémon mit 3 Movement bekommen. Weil, ihr seht, ich spiele Dodo. Hier sieht man aber auch bei ihm im Deck, er spielt für 3 Movement Shiggy. Shiggy ist ja auch nicht stark, ich finde Dodo nur besser, weil man bei Dodo aufpassen muss, ob man es angreift, weil es ja wiederholt angreifen kann. Also es kann unendlich viel Schaden rausbekommen, ich kann es ja mal kurz zeigen. Mit diesem Move bekommt es ja 20, so oft wie es das hintereinander spinnt. Und da muss man aufpassen, wenn man das angreifen möchte. Pika hierhin ist nach wie vor mein Startup, mein normaler. Ich glaube, wenn in ein, zwei Wochen bis Monaten wird es dann so sein, dass ich an die Pokémon meines Gegners adapte beim Startup. Und das kann nervig werden. Hat 2 mit einem Movement Speed. Die sind meistens sehr stark. Tita ist auf jeden Fall sehr stark. Und Hydreigon geht sogar. Hydreigon geht sogar. Ich probiere jetzt mal direkt mit Dodo durchzukommen. Wenn wir Glück mit einer Roll haben, kann das schon klappen. Dadurch, dass er relativ viele Pokémon mit, also dadurch, dass er halt 2 Pokémon mit einem Movement Speed hat, die meistens sehr stark sind, möchte ich das jetzt nicht so lange herauszögern, bis er seine Mons alle auf dem Feld in Ruhe in Position bringen kann, weil dann zieht sich das so ewig, aber er kriegt es hin. Ja,
bringt sie gerade schon in Position und mit Dodo möchte ich das Shiri nicht angreifen. Warum guckt der Tita dahin? Warum tut er das? Möchte er jetzt mit Death Potter durchgehen? Das wäre komisch. Das wäre echt komisch. Aber ich könnte es mir vorstellen, weil was soll das sonst werden? Danke übrigens an 100 Abonnenten. Danke an dich, falls du dabei bist oder jetzt gleich dabei sein wirst und ein Teil dieser wunderbaren Community wirst. Oh, Fly Away, das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig gut. Hä? Ach so, sein Protect hat Prio gegenüber unserem Fly Away. Wie schade. Sonst hätte ich mich hinter das Shiki stellen können und richtig viel Druck aufbauen. Und warum? Oh, lol. Hier kam ein ganz kleiner Cut, weil ich angerufen wurde. Lol. Ja. Toll. Und er protected wieder. Ach Mann. Wir hätten schon längst gewinnen können mit Flyaway. Zumindest wenn wir danach nicht nochmal Flyaway bekommen und nicht gekillt. Oh. Das natürlich auch. Hat er was mit genug Moves? Nein, seine beiden mit 3 Moves. Ach, Glaciola. Kommt nicht weit genug. Das bedeutet, wenn wir kein Flyaway bekommen und nicht gekillt werden, wie das zum Beispiel, haben wir gewonnen. Ja. Ja, wir haben es gewonnen. Sehr schön. Und ich werde dieses Video sehr kurz halten, weshalb ich das gleich schon beende. 7 Minuten oder so. Einfach weil ich mit der, also ihr seht es ja hier. Einfach weil ich mit der PDL noch Teambuilding machen muss. Abo-Special hatte ich heute schon aufgenommen. Schaut es euch auf jeden Fall an. Und schaut morgen vorbei, wenn ihr seht, wie wir diese beiden wunderbaren Truhen sehen wollt, wie wir diese beiden wunderbaren Truhen öffnen. Hier kommt nochmal ein Cut, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Wuhu! Mann, immer diese penetranten Leute. Was ist hier drin? Buzzsprout, okay. Ingot Rare. Ingot Uncommon. Ganz so kurz möchte ich es auch nicht lassen. Ich habe ein Ingot EX bekommen. Moment, ich zeig's euch gleich mal. Das werden wir irgendwann mal umtauschen. Meine ganzen Pokémon. Hier, Ingot EX. 35.000 Gold. Wie kann ich mein Gold verdoppeln? Wir verkaufen jetzt mal ein bisschen was. Ne, das nicht. Das wollte ich gar nicht. Exchange. Ja. Witchman. Nice. Na, wie dem auch sei, wenn es euch, auch wenn es ein bisschen kürzer wäre und 2 kleine Cards kamen, gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Wertung und bis zum nächsten Mal. Ciao.